Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, irgendwie ist es sehr schnell dunkel geworden hier in Karkstein, aber wir werden sofort weitermachen mit unserer Quest. Wir müssen einen unzüchtigen Kaiserlichen finden. Da hinten. Ich hatte auch schon überlegt, ob es ein unzüchtiger Nord sein könnte, weil den kennen wir ja schon. Noch eine, was? Seid ihr auch gekommen, um den verrückten Titus anzustarren? Nun, ich bin nicht verrückt. Ganz gleich, was ihr auch gehört haben mögt. Und ich könnte eure einzige Hoffnung sein, die Ankara zu besiegen. Die Ankara? Wovon sprecht ihr? Die Ankara, die verfluchte jokudanische Armee, die in Karkstein einmarschiert ist. Sie dienen dem himmlischen Krieger. Aber ihr wahrer Herr und Meister ist ihr General, ein unvergleichbar grausamer Mann namens Tarish Tzi. Ich kann dabei helfen, ihn und die Ankara zu besiegen, wenn ihr mir nur zuhören würdet. Wer seid ihr? Wie kann ich euch helfen? Nennt mich Titus. Es ist eine lange Geschichte, aber ich bin mit Tarish Tzi und seiner Armee der Ankara vertraut. Vor Jahrhunderten waren sie Teil der Ruwada, der jokodanischen Invasionstruppen, die in Karkstein einfielen und es unterjochten. Tarish Tzi und seine Armee gehörten zu den Schlimmsten unter ihnen. Wenn die Ankara schon Jahrhunderte alt sind, wie können sie dann hier sein? Sind sie untot? Untot? Ha, das sind keine fauligen Draugr oder geistlose Skelette. Aber es ist wahr, man kann sie wohl auch kaum lebendig nennen. Löst diese Fesseln und helft mir, sie aufzuhalten. Ich werde euch erzählen, was ich kann, sobald ich frei bin. Sagt mir erst, warum ihr festgenommen wurdet. Es wäre eine amüsante Geschichte, wenn die Lage nicht so ernst wäre. Eine unsichtbare Macht hat mich aus meiner Zeit in die eure gerissen und mich mitten ins große Gefecht von Drachenstern versetzt. Und zwar splitterfasernackt. Ich habe natürlich gewonnen. Und genauso natürlich nahmen die Soldaten mich daraufhin fest. Was meint ihr mit eurer Zeit? Stammt ihr aus der Vergangenheit? Wir stammen alle aus der Vergangenheit. Nur komme ich aus einer ferneren Vergangenheit. Ich kann euch besser erklären, was hier vor sich geht, wenn ihr mich befreit und mir helft, Tarish Tzi und die Ankara aufzuhalten. Und mir vielleicht noch etwas Kleidung besorgt. Gut, haltet still und ich binde euch los. Habt Dank. Ihr seid ein edler Geist. Vielleicht werdet ihr mir sogar meine außergewöhnliche Geschichte glauben, wenn es an der Zeit ist, sie zu erzählen. Doch zunächst solltet ihr mich an der Höhle treffen, die man die vergrabenen Sande nennt. Wenn ich mit meinem Verdacht richtig liege, dann finden wir dort etwas, was wir brauchen. Ach, das wird morgen wehtun. Lasst uns von hier verschwinden, bevor uns noch jemand sieht. Ich werde versuchen, mir ein paar ordentliche Kleider und eine Waffe zu schnappen. Trefft mich an der Höhle, die man die vergrabenen Sande nennt. Es gibt etwas, das ich von dort bergen muss. Ich erkläre es euch genauer, sobald ihr dort ankommt. Und da läuft der dahin, der nackige Kerl. Ja, komme ich denn von hier aus da? Achso, da ist sogar ein Weg rüber. Ja, okay. Dann werde ich wohl wahrscheinlich da hinkommen. Aber wir sind in Karkstein. Wir nehmen uns natürlich jeden Runenstein mit. So, das ist der Weg. Ich nehme auch noch mal kurz mit, weil das finden wir nicht so oft. So, und die, die Ruine, das Verlies, keine Ahnung, liegt hier. Naja, Ruine, Verlies, wie auch immer. Es ist nichts von alledem, es ist ein Stollen, so wie es aussieht, aber egal. Einfach mal rein. Ihr habt es geschafft. Gut. Auf der Rückseite dieser Höhle gibt es eine uralte Grabkammer. Genau dort müssen wir hin. Redet der jetzt mit der Wand oder mit wem redet der jetzt? Naja. Der Führungsstab des Dolchsturzbündnisses untersucht die Zwischenfälle, die in letzter Zeit entlang der Handelsroute südlich vom Drachenstern aufgetreten sind. Der Befehl lautet, ein Netzwerk von Höhlen in der Nähe der Straßen zu erkunden, das von den Einheimischen versteckte Dünen oder auch vergrabene Sande genannt wird, und Bericht über alle dort gefundenen Banditen zu erstatten. Beachtet, dass der Führungsstab die derzeitigen Gerüchte über riesige Krieger aus Sand und Stein als gehaltslos ansieht. Solcherlei Gerüchte sollten nicht verbreitet und sie sollten mit äußerster Skepsis begegnet werden. Das nehmen wir auch nochmal direkt mit. So. Hoppala. Das wollte ich nicht. Wenn ich zwischendurch schieße, das.
liegt übrigens daran, ich habe so ein ausfahrbare, ja, die soll ich Ankara, sagen, die so persönliche Armee des selbsternannten Kaisers Taris Zi. Jeder Krieger schwor dem Kaiser ewige Treue. Die verfluchte Gestalt, die sie tragen, ist das Zeichen ihrer Knechtschaft. Darf ich jetzt mal zu Ende sprechen? Ich habe so ein ausfahrbares Brett. Ich würde sagen, wir gehen... Ja, gut, machen wir das auf dem Rückweg. Wo die Maus drauf liegt und die Tastatur. Und ich hau dann irgendwie immer nach oben dagegen. Also gegen das Brett da drüber. Und ja, entsprechend Wenn bin ich dann schon mal am Schießen. Wenn die Ankara sich aus dem Sand erhoben haben, dann kann das nur bedeuten, dass auch Taris Zi zurückgekehrt ist. Sie sind an ihn gebunden, wisst ihr? Sie erheben sich auf seinen Ruf hin. Einst herrschte er über diese Lande. Und er wird versuchen, es wieder zu tun. Als der Kaiser starb, gab jeder aus der königlichen Garde sein Leben und wurde in einer eigenen geheimen Gruft begraben. Und mit ihnen die königlichen Siegel, die Schlüssel zur königlichen Krypta. Eines dieser Grabmäler ist hier. Der Tag wird und wenn unser ich mich nicht irre, auch eines der Siegel. Lässt du mich los? Ja, da ist nur eine. Hier ist es. Der Eingang zur Kammer. Folgt mir. Hallo? Das ist es. Das Grabmal, das ich erwähnte. Mein Grabmal. Eine Ruhestätte von hohem Ansehen, die mir Taris Zi selbst gewährte. Wisst ihr, ich stamme nicht aus dieser Zeit. Vor Jahrhunderten wollte ich die Herrschaft des selbsternannten Kaisers Taris Zi beenden. Ich arbeitete insgeheim als Mitglied seiner königlichen Garde an diesem Ziel. Das Vorhandensein dieser Gruft bedeutet, dass ich an meiner Aufgabe scheiterte. Seht nur, meine sterblichen Überreste neben einem königlichen Siegel. Eben dieses Siegel haben wir gesucht. Es ist einer der Schlüssel, die man braucht, um in Taris Zis Krypta zu gelangen. Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, bevor ich in dieser Zeit erschien, war der Klang eines Schlachthorns. Dann hörte ich eine Stimme, die jenem gehörte, den ihr den himmlischen Krieger nennt. Taris Zi muss den gleichen Ruf vernommen haben. Deshalb sind wir in dieser Zeit erschienen. Ah, viel besser. Es müssen noch zwei weitere Siegel geborgen werden. Aus zwei weiteren Grabmälern der königlichen Garde. Die Eitelkeit von Taris Zi kommt uns hier gut zu Pass. Er ließ Schriftgelehrte jede seiner Eroberungen und jedes Denkmal in Chroniken verzeichnen. Sie werden auch etwas über die Grabstätten all seiner In meiner Zeit gab es einen Ort namens Ranizar, eine große Bibliothek. Falls sie noch immer existiert, finden wir dort die gesuchten Informationen. Bedenkt, was ich euch gesagt habe. Wenn ihr meine Geschichte Glauben schenkt, dann trefft mich in der Bibliothek. Nö. Nein, ich fand es aber ganz lustig, dass er seine eigene Leiche gerade seine Klamotten abgenommen hat. Ja, mache ich auch immer regelmäßig. So. Also nicht meine eigene Leiche, aber, ne? Dann schauen wir mal eben, wo wir denn hin müssen. Dann müssen wir die Straße unten wieder entlang reiten. Dann würde ich sagen, mache ich mich mal auf dahin und wir sehen uns gleich dort wieder. So, die zerstörte Bibliothek liegt direkt vor uns. Schwupps. Müssen wir ihn nur noch finden. Ich habe auch gerade keine Minimap. Also ich habe schon eine Minimap, aber keine Karte nur von dieser Gegend. Ach ja, sie kann wieder nicht treffen. War ja klar. So, muss ich die jetzt alle hier kaputt machen, oder...
kommen dann immer irgendwelche, anscheinend sind das irgendwelche Fallen. Helft ihm, die Legende zu finden. Ja, ich weiß nur nicht, was ich jetzt machen soll. Alle auslösen und dann immer kloppen, oder was? Ja, da unten treffe ich den nicht. Dann mache ich hier weiter. Wartet, da ist er. Lasst mich das sehen. Risa und Tamin, ich weiß, dass ihr hier irgendwo sein müsst. Ah, hier ist es. Beiden wurden persönliche Begräbniskammern bei den Wasserfällen im Norden gewährt. Ich bete nur, dass die Eingänge nicht verschüttet wurden. Wir sollten uns aufteilen, um Zeit zu sparen. Ihr sucht nach den Grabmälern von Risa und Tamin und besorgt die königlichen Siegel. Ich gehe zu Tarischzis Krypta und kundschafte sie aus. Wir müssen wissen. Trefft mich an der Krypta, sobald ihr die Siegel habt. Mit etwas Glück erwischen wir Tarischzi auf dem falschen Fuß. Viel Glück. Wir sehen uns bald wieder. Okay, wir müssen Siegel besorgen. Hier können wir noch was mitnehmen. Das machen wir natürlich auch. Plünder doch die Leiche. Was ich aber eben sagen wollte, was ich lustig finde, dass ich oben sehe, wie Basti dann den Weg runtergeht, aber ich selber wird nicht angezeigt, dass ich weiter runtergehe. Oder jetzt in dem Fall hochgehe wieder. Auf der Karte. Ist schon irgendwie ein bisschen seltsam gemacht. So, das heißt, wir müssen beide Siegel bei Bossen. Also versiegelte Eingänge, denke ich mal, sind das. Oder wir müssen die Siegel... Also vom Weltboss müssen wir sie nicht holen, das weiß ich. Nehmen wir erstmal den hier oben. Oh, den Glöckling. Den nehmen wir natürlich nochmal kurz mit. Und ein bisschen in die Richtung halten. Ja, dann spring halt nicht. So, jetzt ist die Frage. Also, hier ist ein Weltboss. Das sollte jetzt nichts mit dem Weltboss selber zu tun haben. Der übrigens gerade da ist. Ah, okay. Aber wir müssen in dieses Gewölbe hier direkt rein. Okay. Ich spüre, wie sich die Schlangen in meinem Kopf winden. Mich das hierher geführt? Sei es drum. Sie sind hungrig. So, was haben wir denn hier? Rizas Leiche. Das erste königliche Siegel. Sehr schön. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich glaube, das war bei dem Weltboss über mir. Ja, genau. Das war bei dem Weltboss über mir. Da reite ich dann auch nochmal kurz hin. Wobei das jetzt gar nicht so lange aussieht. Vorausgesetzt natürlich, dass ich nicht alles aufhebe. So, ich dachte gerade schon ein Chest. Na, Moment. Der Boss ist irgendwo hier. Und entsprechend der Eingang ist auch hier. Vergebt mir. Vergebt uns allen. Wir sind Sklaven einer widerwärtigen Schlange. Basti, kommst du auch mal? Und beendet unsere unnatürliche Existenz. Machen wir. So, trefft Titus in den Grabmälern der Natotambu. Eben schauen, wo das jetzt ist. Ich hoffe, keiner greift an. Da unten müssen wir mal wieder zurück. Okay, da treffe ich euch dann gleich wieder. So, der Eingang hier ist nicht so einfach zu finden, aber ich glaube, ich weiß jetzt, wo ich rum muss. Ich meine, ich muss hier oben rum und dann ist hier der Eingang.
genau. So, Titus müssen wir ganz am Ende treffen. Ich denke mal, dass wir auch nicht abkürzen können. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Wege entlang laufen. Ja. Dann lass mich mal hier durch, Jungs. Ich habe keine Zeit für sowas. Was ist denn hier? Die Glyphe. Die Glyphe, Keine Zeit auch für dich. Tut mir leid. Moment, ich muss irgendwo links rum. Wir wollen uns ja hier nicht damit aufhalten, mit euch zu kämpfen die ganze Zeit, sondern wir wollen ja die Quest machen. Guten Tag. Ich gehe nicht mehr auf den Senkel. So, warte mal. Hier rechts müssen wir hoch. Ja, geht mir nicht auf den Senkel, Mensch. Ich muss hier durch. Ich meine, wenn ihr hier durchlaufen solltet, dann könnt ihr euch natürlich auch einfach durchkämpfen. Normalerweise mache ich das auch, aber es dauert dann halt auch wieder viel zu lange, wenn man jetzt so ein Let's Play macht, dann immer wieder anzuhalten und zu kämpfen und so. Den Boss, den würde ich jetzt noch mitmachen. Der müsste mir ja auch irgendwie unterwegs gleich über die Füße noch laufen. Oh, Leute, dieses ewige Gestanner. Es geht mir so auf den Senkel. Der Boss ist gerade nicht da. Doch, Boss ist doch da. Dafür haben wir auch keins mehr. Fackelt es ab! Ziel in Sicht! Nix Ziel in Sicht. Also für mich schon, aber nicht für dich. So. Hi. Ah, ihr habt es geschafft. Gut. Und wie ich sehe, habt ihr auch die Siegel. Dann kann es weitergehen. Der Schutzzauber ist magischer Natur. Solange wir die drei Siegel in seiner Nähe halten, sollte sich die Tür ohne weiteres für uns öffnen. Folgt mir, aber bleibt wachsam. Ja, wir folgen dir gleich, aber ich habe gerade festgestellt, dass man hier an die Scherbe rankommt. Dementsprechend gehen wir da natürlich mal kurz gucken. Für euch vielleicht auch interessant, wobei man es natürlich jetzt schon auf der Karte gesehen hat, wo sie ist. Aber ist natürlich immer gut zu wissen, dass wenn ihr dann selber mal durchlauft, dass ihr da nicht irgendwie unten suchen müsst oder was weiß ich was, sondern einfach hier weiter durchlaufen könnt, die Geschichte machen könnt und dann entsprechend hier mal kurz einen Abstecher machen könntet. So, jetzt folgen wir ihm aber natürlich. Oh. Dachtet ihr, ihr könntet diesem Schicksal entgehen, falscher Kaiser? Selbst über Äonen hinweg finde ich euch. Und meine Klinge ist durch. Das Schicksal hat uns zusammen hierher gebracht. Wir alle hörten den Ruf zur Schlacht. Diese armen Seelen, die ihr zu einer verflucht, soll das Vergessen euch holen, falscher Kaiser. Und Belcard eignet sich so gut wie jeder andere Ort dazu, um uns nach unserem Sieg zu erholen. Ich bin sicher, dass ihr noch mehr Fragen an mich habt. Sucht mich dort auf, wenn ihr mit mir sprechen möchtet. Und gut gekämpft. Jo, Tito. Okay, also Belcard können wir dann auch nochmal hin. Hört genau zu. Ihr tatet recht darin, Titus zu helfen. Wäre es Tarish sie gelungen, seine Streitmächte um sich zu scharen, hättet ihr nichts tun können, um sie aufzuhalten. Wisst ihr, warum Tarishi und die Ankara zurückgekehrt sind? Jeder Himmlische besitzt eine ungewöhnliche Gabe. Die Gabe des Kriegers ist es, Helden über alle Zeiten hinweg herbeizurufen. Anscheinend hat die Schlange die Gabe des Kriegers pervertiert und dazu genutzt, den niederträchtigen Tarish Sie und seine verfluchte Armee, die Ankara, zu erwecken.
Wie ist Titus hierher gelangt? Ich schätze, er wurde zur gleichen Zeit herbeigerufen wie die anderen Mitglieder von Tarish-Sis königlicher Garde. Und dennoch blieb er dabei von den Machenschaften der Schlange unberührt. Vielleicht, weil er Tarish-Si nie wirklich treu ergeben war. Was machen wir jetzt? Sorg dafür, dass Titus es nach Belkart schafft. Die Sterngucker werden ihm Unterschlupf bieten. Ich habe da so ein Gefühl, dass er in unserem Kampf noch eine wichtige Rolle spielen könnte. Arbeitet weiter mit Hara von den Sternenguckern. Ich wende mich wieder an euch, sobald es sicher ist. Ja, und wir erhalten ein zweihändiges Schwert, geschärft vom Set Weg der Luft. Ja, und da bleibt dann auch nicht mehr allzu viel zu sagen, denn damit ist nämlich unsere Quest für heute erledigt. Ich denke mal, dass wir mit ihm dann nochmal reden können in Belkart, um weiter in der Story zu kommen. Deswegen werde ich das jetzt in der heutigen Folge nicht mehr machen. Ich werde mich dann aber gleich nach Belkart wieder aufmachen und da sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.